Jo, da wäre er wieder. Und ich habe mir diesmal Zeit gelassen. Ich habe schön auf die Kommentare gewartet, wie ich es versprochen hatte. Und da sind einige zusammengekommen. Das heißt, ich werde mich jetzt erstmal um ein paar Sachen kümmern, die so vorgeschlagen wurden. Und danach darüber philosophieren, wie wir denn nächste Staffel weitermachen. Und was wir in dieser Staffel noch so machen. Also, Punkt 1, sehr guter Vorschlag, war... Habe ich jetzt Alt gedrückt? Ja. Man... Wow. Okay. Man kann in diesen Kisten hier auch, ähnlich wie im Toolbelt, Sachen festmachen mit Shift-Steuerung. Wie ging das? Also irgendwie sollte man es hinbekommen. Mit irgendeiner Kombination aus mittlerer Maustaste und Zeug. Dass man in Kisten sagen kann, hier kommt jetzt Kupfer rein. Also dieses blau hinterlegte, wie das hier auch ist. Allerdings klappt das irgendwie nicht. Vielleicht, weil die Kiste voll ist? Und das oh, weil alle Kisten voll? Gib mir mal ein bisschen davon. So, ich teste mittlere Maustaste. Nein. Shift mittlere macht nichts. Steuerung mittlere macht nichts. Alt mittlere macht nichts. Rechts splittet. Ja, und Steuerung zieht es dann rüber. Nee. Also da müsste ich den Kommentar nochmal durchlesen, wie das genau funktioniert. Eventuell klappt das nicht, weil das extra large Chests sind, die von Dytec eingefügt wurden. Und es da irgendein Problem gibt. Um das zu testen, könnt ihr aber mal eine ganz normale gelbe Kiste bauen. Oh. Oder ich nehme eine von den 35, die ich im Inventar habe. Und probiere das da. It is not possible to set filter in the main inventory now. If you think you would like this feature, let us know. Nö. Also ich denke, ich werde irgendeine Kombination falsch drücken. Aber das lese ich dann im Kommentar nochmal nach. Weil das würde dann dafür sorgen, dass wir die Kisten hier einstellen können, dass da immer ein Feld ist mit blauem Kupfer. Das heißt, Kupfer würde immer hier eingelagert werden. Und in den beiden Kisten halt jeweils ein Feld für Eisen. Und dann wird auch das eingelagert. Wobei momentan Kupfer wirklich zu dominieren scheint. Hm? Also Kupfererz zumindest. Das ganze Eisenerz ist ja schon oben in den Kisten hier. Irgendwo. Oh, Eisenerz, Eisenplatten, Eisenerz, Eisenplatten, Eisenerz, Eisenplatten. Und ganz viel useless Zeug, ja. Und komischerweise Schienen auf dem Fußboden. Nur mit. Und sortiere das Inventar mal ein bisschen aus. Ja, ganz viele alte Roboports, damit kann ich leider nichts anfangen. Außer ich hätte den Recycle-Mod drin, habe ich aber nicht. Was in den Überlegungen zu der nächsten Staffel vielleicht noch reinfügen könnte. Weil, ich kann ja schon mal kurz vorweggreifen. Die Entscheidung steht jetzt zwischen dem Shadow Mega Mod Pack, so heißt das wohl, wo Dytec auch mit drin ist und UI irgendwas und auch ganz viele andere Sachen. Das Problem bei dem Pack ist allerdings, dass das fast ein Pazifisten-Pack wird, weil man soll nachher noch mächtiger werden, als das in Dytec möglich ist. Und in Dytec kann man schon ziemlich, ziemlich mächtig werden. Das heißt, es wäre zwar eine Herausforderung, aber nicht eine Herausforderung, was das Töten angeht, sondern eher, was das Ressourcen-Micromanagement angeht und das Basen aufbauen und herausfinden, wie die ganzen Dinger funktionieren und so weiter. Was aber auch recht interessant ist. Also, ne, den ganzen Tag von Basis, von Alien-Basis zu Alien-Basis laufen und da Piu-Piu machen, ist jetzt nicht so wirklich spannend, finde ich. Zwischendurch ganz schön, keine Frage, ist interessant, lockert das Ganze ein bisschen auf und wir kriegen unsere Alien-Artefakte. Aber, ne, ich finde es interessant, da rumzutüfteln und zu optimieren. Also wäre da das Shadowpack schon interessant. Hard Choreo im Gegenzug soll richtig bockenschwer sein und vor allem auch im späteren Spielverlauf immer noch schwer. Das heißt, auch wenn man im High-End-Bereich ist, so wie wir jetzt gerade sind, soll es immer noch möglich sein, dass die Aliens die komplette Basis zerstören. Das geht weder in Vanilla noch in Dytec, außer man baut richtig Mist. Also ich habe jetzt, ich weiß nicht, wenn ich eine Karte aufmache, ich habe jetzt hier, ich glaube, nur bei jedem Strommast so ein Silver Turret und trotzdem würde kein Gegner da durchkommen, weil ja 4 oder 5 von denen schießen, wegen der langen Reichweite, genau, und die töten einfach alles. Und selbst wenn sie nicht alles töten, kommen die Gegner nicht schnell genug durch die Sandmauern da durch und die Sandmauern werden auch noch automatisch wieder hingebaut, also ja, wir sind sicher. Das würde es in Hakuryu nicht geben. Macht das Ganze also durchgehend spannend in der Hinsicht.
Das heißt, die Entscheidung steht zwischen viel tüfteln, Micromanagement und neue Sachen kennenlernen und jederzeit das Risiko haben, vernichtet zu werden und dementsprechend sich mehr darauf konzentrieren, zu überleben. Das sind beides sehr interessante Dinge. Also, nee, ist ein bisschen schwer, sich zu entscheiden. Aber muss ich gucken, wie wir das hier handhaben. Jetzt aber erstmal weiter mit dieser Staffel. Wobei wir hier nicht mehr so viel zu tun haben. Was ich jetzt noch machen wollte, war zu der Monsterfarm zu gehen. Da gab es nämlich einen recht einfachen Vorschlag, wie wir das mit den Leichen machen. Dass die Roboter nicht durchgehend zerstört werden. Und zwar mit Fließbändern. Und zwar mit stinknormalen, da 100 Stück Fließbändern. Ja, ich nehme mal ein paar Zahnräder mit, falls ich neue bauen muss. Gib mir stinknormale Zahnräder, mein Inventar. Mein armes Inventar. Ja, wir gehen jetzt also zur Monsterfarm. Und bei der Monsterfarm setze ich einfach Fließbänder hin. Nicht, wie schon mal vorgeschlagen wurde, dass ich die Fließbänder so setze, dass sie von der Basis wegzeigen. Damit die Gegner gar nicht erst zu mir rankommen, was ein bisschen cheaty ist. Vor allem, wenn man die ganz schnellen Fließbänder benutzt, dann kommen die Gegner wirklich gar nicht mehr ran. Wir können sie aber wegpiupiunen. Nein, sondern andersrum. Dass die Fließbänder zur Basis hinführen. Also quasi die Beißer beschleunigen in Richtung unserer Basis. Was jetzt komisch klingt. Oh, irgendwie werde ich hier gerade... Du bist eine rote Kiste. Nein, hier gelbe Kiste. Tun wir in die gelbe Kiste. Schienen, das, Repair Packs. Bisschen Rubber. Achso, ich habe zu viele Repair Packs. Ja, hier, raus damit. So. Hier. 50 Stück. So. Also, die ist jetzt folgende: Ich lege jetzt die Fließbänder. Oh, ich muss die ganz da hinten hinsetzen, ha? Huh? Ja, ich müsste hier theoretisch anfangen. Töte, 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 töte. Oh, Feier. Da werde ich sehr viele Fließbänder brauchen. Sehr, sehr viele Fließbänder. Also die Idee an sich ist gut. Die Umsetzung ist nur sehr, sehr unpraktisch. Warum mal 400 Fließbänder? Ich habe die falschen Zahnräder mitgenommen. Das ist super. Ja, jetzt baut er die. Ja, und die Leichen werden jetzt von den Fließbändern nach vorne getragen. Das heißt, die Roboter müssen sich nicht so nah an den Feind ran bewegen. Das heißt, eigentlich würde es schon reichen, wenn ich die bis hierher hinbekomme. Weil die meisten Gegner werden abgeschossen, bevor sie da rankommen. Und dann ist das gut. Trotzdem eine Menge Arbeit, eine Menge Fließbänder. Dann habe ich erwähnt, dass die Gegner dadurch schneller rankommen. Also werde ich jetzt nicht zu Ende führen können, weil die 300 schieß mich tot Fließbänder, das dauert viel zu lang. Die breche ich mal ab. Irgendwas. Tu hier. Die brauche ich nicht, die brauche ich nicht, die brauche ich nicht, die brauche ich nicht. Ah, lauter Zeugs. Das bitte mitnehmen, weil es komisch aussieht. Ich werde also von der Hauptbasis aus die Beschränkung aufheben für normale Fließbänder, dass wir dann irgendwann eine Kiste voll Fließbänder haben und dann baue ich das hier aus. Aber, ne, wie gesagt, nicht jetzt. So, dann noch eine Sache. Als Vorbereitung für das Ende dieser Staffel müssten wir wahrscheinlich erstmal sehr viele Ressourcen sammeln, beziehungsweise die Ressourcen umsetzen zu tollen, teuren Sachen. Denn das Ding hier braucht 100 Raketen, 50 Dreierspeed, 50 Produktiv. Das ist gar nicht so teuer. Das haben wir doch alle schon, oder? Außer die 100 Raketen vielleicht, ja. Und Rocket Shooting Speed 5 brauchen wir. Ist aber auch alles sehr gut machbar. Nee, da hat Ditec gar nicht was dran gedreht. Das finde ich komisch. Ich wäre irgendwie davon ausgegangen, dass das Ding jetzt exponentiell teurer geworden ist. Was macht hier ein Wald? Und wir, keine Ahnung, irgendwie 1000 lila Chips dafür brauchen oder irgendwie so ein Gedöns, aber nö. Also was wir brauchen, sind Raketen. Davon 100 Stück, dafür bräuchte ich nur Explosives. Und Explosives brauchten... Da was fallen Explosives? Da.
bräuchten eine Fabrik, die ich gerade oben weggeschmissen habe. Ja, super. Eine Chemical Plant. Also wir bauen jetzt eine Chemical Plant für die Explosionssachen. Lassen dann daneben in einer Fabrik die 100 Raketen herstellen als Vorbereitung für die Raketenabwehranlage. Was genau brauchtest du jetzt nochmal? Du brauchst Schwefel und Kohle. Also Schwefel da, das heißt, wir setzen die Fabrik einfach hier hin. Du stellst bitte das daher. Du brauchst Wasser. Praktischerweise haben wir direkt einen Anschluss. Oh, warte, dann kannst du aber gar nicht... Ne, machen wir weiter runter. Wir bappen dich direkt an das Rohr ran. Und nehmen ein Ärmchen von da, um Schwefel zu klauen. Ja, das klingt gut. Dann brauchen wir jetzt nur noch Speed und eine Kiste, die gerne Kohle hätte. Du nimm bitte Kohle. Und tu diese Kohle da rein. Du tu das da rein, beschränke dich auf, ich denke mal ein Stack wird 50 sein, auf zwei Stacks. So. Schwupp. Achso. Ja, okay. Der macht daneben die Fabrik und die Fabrik stellt bitte her Raketen. Dafür brauchen wir Explosives, Eisenplatten und grüne Chips. Das heißt, du nimmst nochmal dazu grüne Chips und Eisenplatten. Und dann nutzen wir die Kiste einfach für beides. Und da kommt dann die beschränkte Kiste hin mit Raketen. Na, schneller, schneller. Gut, 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 gut. Also Raketen. Von wem werden Raketen gebraucht? Wo läufst du hin? Nein! Warum habe ich hier Raketen angefordert? Hör auf, Raketen anzufordern. Ah, sehr komisch. Ach so, der Gerogon in der Vergangenheit dachte wahrscheinlich, dass wir davon noch eine Überproduktion haben irgendwo und er wollte die ganzen Reste beseitigen. Ja, das ist nett gemeint, aber nee. Nee. Wobei mir der Recycling mal wieder einfällt. Es könnte sein, dass der beim Shadow Mega Modpack mit dabei ist. Und das wäre dann, glaube ich, auch eine gute Alternative. Also gerade wenn wir jetzt 5 neue große Mods mit reinnehmen, also die Mods, die zu dem Modpack gehören, sind teilweise fast so groß wie Ditec. Wäre es vielleicht doch ganz praktisch, wenn wir Sachen wieder zerlegen könnten. Muss ich mir überlegen. So, wie viele Raketen haben wir jetzt? 13. Die sind eine Weile am Wuseln. Das ist okay, ist kein Problem. Wie schaut's aus mit den anderen Modulen? Dreier-Module. Wie viel brauchen wir? 50 Stück? Ja, 50 Dreier. Zack. Und... Ah, hier fehlt irgendwas. Stahl? Nein, Stahl ist da. Achso, du nimmst es nur raus, wenn... Nee, diese Beschränkung brauchen wir nicht mehr. Genau, einfach weiterarbeiten. Und diese Sachen ist alles noch viel zu klein hier eingestellt. Ja, hier, mach mal so und so und gib ihm. Kann ja nicht sein. So, also da brauchen wir noch ein bisschen was. Brauchen wir noch 30 Stück, aber ist auch nicht schwer. Die Forschungsanlage wollte ich expandieren, richtig? Ja, ich glaube schon. Mach mal ein Blueprint. So, mach davon eine Kopie. Zerstört den und den. Bapp den dafür dahin. Achso, wir müssen die ganzen Forschungslabore auch selber bauen. Wie viel sind das? 16. Das dauert. Wir brauchen Zahnräder. Steinzahnräder für Forschungslabore. Wer kennt das Problem nicht? Da alles mitnehmen. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Fließbänder schnappen. Und jetzt davon welche bauen. So. Die schmeißen wir alle in die gelbe Kiste und dann ist gut. So, setze das Blueprint bitte. Dahin und es geht sogar genau auf. Das ist schick. Einstellungen müssen automatisch gemacht werden. Blaue Kisten sind da.
Die Forschungsdinger schmuggel ich mal hier rein. Da wird ein paar schon mal gebaut werden können. Da kommen gelbe Ärmchen. Ja, die werden auch nur noch hier benutzt. Tim, 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 tim. Werden alle richtig eingestellt. Die Forschungstränke werden verteilt. Das ist sehr gut. Fehlen nur noch die Forschungslabore. Da, bitteschön.